Wenn ihr noch günstige Coins zum Team of the Season braucht, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Sponsor What's Gaming ab. Einfach eine WhatsApp-Nachricht an die eingeblendete Nummer schicken und dann geht's schon ab. Hype ist real und jetzt viel Spaß beim Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und Jungs, heute wieder kurz und knackig, natürlich, ihr wollt es, ihr bekommt es. Team der Saison Bonuswoche Nummer 4, noch 3 sind abzuschließen, also nach der insgesamt nur noch 2. Und dann bekommen wir endlich unser 125k-Pack mit einem garantierten Team of the Season drin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da überhaupt ziehen, wahrscheinlich bei unserem Pack lag wieder ein nur mit 83er Bewertung oder wenn dann sogar noch ein Silber oder schießt mich tot, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Aber unser Packluck sagt ja zurzeit eher ja das Falsche aus. Packluck ist es eher nicht. Ja. Aber trotzdem wollen wir natürlich heute Team der Saison Bonuswoche 4 abschließen. Kurz davor, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne trotzdem einen Daumen nach oben, wenn ihr noch die letzten 2 Challenges sehen wollt. Wenn ich euch geholfen habe, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich werde mich heute Abend wieder ransetzen, eure Kommentare zu kommentieren, zu beantworten, Herzen zu verteilen und so weiter und so fort. Und natürlich nicht zu vergessen, ich habe es gestern schon im Video angesprochen, wenn ihr wirklich Bock habt, in einem Video bei mir dabei zu sein, wieso, weshalb, warum, es hat nichts mit Merch zu tun, es hat nichts mit einem Abo-Special zu tun oder sonstiges, lasst euch auf jeden Fall überraschen, viele von euch werden es wahrscheinlich überhaupt nicht ahnen. Aber dann schickt mir wirklich ein 10 Sekunden Motivationsvideo unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ein Link, genauso in den Kommentaren. Macht einfach 10 Sekunden mit dem Handy eine kleine Übertragung oder macht da einfach ein kurzes Video, schickt mir per Mail rüber. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, viele von euch Einsendungen dahingehend zu bekommen. Jetzt geht's los, Team der Saison Bonus Woche Nummer 4. Halt, müssen wir nochmal ganz kurz zurück, weil ich brauche noch was für Thumbnail. So, okay, 2 Tage habt ihr Zeit, um diese abzuschließen. Wir bekommen insgesamt ein Premium-Silberspieler-Set, brauchen mindestens 1 Spieler aus der Liga NOS, 1 Spieler aus der Liga Bancoma MX, denn diese beiden Team of the Seasons wurden heute 19 Uhr veröffentlicht, übrigens mit 91er Gignac, 92er DOS, 93er Jonas. Wir brauchen mindestens 4 Ligen, Teamgesamtbewertung von mindestens 70, Teamchemie von 90, Anzahl der Spieler im Team 11. Ich habe es so gebaut, dass ihr das wirklich genauso nachbauen könnt und glaube sogar insgesamt auch volle Cam habt. Außer ihr habt jetzt, es passt jetzt mit dem rechten Mittelfeldspieler nicht. Aber eigentlich müsste es so stimmen, denn es sind viele Erstbesitzer dabei. Es sind glaube ich insgesamt 9 Erstbesitzer. Zieht man 9 Chemie ab, sind man insgesamt bei 91. Eine 90er brauchen wir, deswegen passt das soweit. Ich habe hier diesen Torhüter aus der MLS gehabt im Verein. Und ich hatte diesen portugiesischen Innenverteidiger aus der MLS. Das hat überragend gut gepasst, denn ich habe hier 2 Mexikaner aus der mexikanischen Liga mit eingebaut. Damit kommen die bei fast auf Full Cam. Ja, der hier kommt auf 7. Und den Rest habe ich komplett aufgebaut mit Liga NOS Silberspielen, die ich einfach noch im Verein hatte. Liegt einfach daran, ich mache die SBCs nicht. Denn der Jonas interessiert mich jetzt nicht mehr, vor allem wenn es jetzt den Team of the Season gibt. Und habe dann hier sozusagen die 70er Gesamtbewertung genauso abgeschlossen. Mit Puma aus der türkischen Liga haben wir hier auch noch die 4. Liga mit reingebracht. Das passt perfekt, da ich hier noch einen linken Flügel aus Portugal habe. Zentraler Mittelfeldspieler aus Portugal. Genauso der Innenverteidiger, deswegen kommt er auch definitiv auf volle Chemie. Und damit gehen wir direkt mal rein. Was haben wir bezahlt? Erstbesitzer Gonzalez, genauso Escalante, Altamira, wir haben Mera, wir haben Osai, wir haben Morera, Ferreira, Puma für 1,3 bezahlt, Erstbesitzer Akra, Lopez Erstbesitzer, Martins Erstbesitzer und damit sind wir hier dahingehend auch durch. Ja, senden wir das ganze Ding ab und ich hoffe natürlich, euch hat das in irgendeiner Art und Weise weitergeholfen. Kurzes, knackiges Video. Nein, ich habe das weggemacht. Ich trottel. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Kann man nochmal zurückgehen? Irgendwie? Ja, das Thumbnail wird dann wahrscheinlich nicht ganz so optimal aussehen. Tut mir leid, Jungs. Tut mir extrem leid. Aber okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gehen wir direkt mal noch in den Shop rein. Und dann gucken wir einfach mal, was wir ziehen werden. Ja, Premium Silberspieler-Set. Let's go. Ab geht die Post. Kein Walkout. Müsste eigentlich klar sein. Seltener Spieler ist auch klar. Zentraler Mittelfeldspieler. Pinzi, 73er Gesamtrating, wahrscheinlich aus der Calcio B, weil das Wappen hat mir nicht wirklich was gesagt. Ja, genau, Brescia, wir haben noch aus Ipswich Town, Williams, den Waliser, Granat haben wir noch mit am Start von Rostov, DC United, mexikanische Liga, koreanische und so weiter und so fort. Da wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein, aber okay. Duplikat, gucken wir dann mal nach, ob er was wert ist. Wenn er nicht wert ist, dann wird er natürlich schnell verkauft und sonst auf die Transferliste gepackt. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für euren Support.
Das Video heute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, war unfassbar geil, kam unglaublich geil bei euch an. Das hat mich riesig gefreut. Morgen wird es eine neue Serie geben. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich hoffe, ihr rastet aus. Und bereitet euch darauf vor, 1.7. Jungs. 1.7. seid gehypt. Let's go. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.